Und wieder einmal hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir gehen jetzt einfach mal zur Mission über. Ich glaube, ich brauche ja nicht mehr viel zu erzählen, denn, ja, wer natürlich die Let's Plays verfolgt, wäre vom Vorteil, weiß, worum es jetzt gerade hier geht. Ich kann es gerne nochmal erwähnen. Immer noch Revans Schatten. Kurz erklärt. Fertig. Reicht. So, Colonel Darok. Unsere Truppen auf Tython kümmern sich gerade um die Reste des Abschaums. Und der Wiederaufbau wird schon vorbereitet. Das Ganze hätte viel schlimmer ausgehen können. Dank euch hat uns der Feind nur eine blutige Nase verpasst und unsere Entschlossenheit gestärkt. Der Zeitpunkt des Angriffs? Zur selben Zeit wie unser Angriff auf Korriban? Das kann kein Zufall sein. Ach, es ist denkbar, dass der Geheimdienst unseres Feindes nicht der Trümmerhaufen ist, für den wir ihn hielten. Ich bin sicher, dass der SID herausfinden wird, wie dieses Missgeschick passieren konnte. Ja, das werden wir. Wie dem auch sei, ihr habt zwei entscheidende Kämpfe für die Republik gewonnen. Das war wirklich heldenhaft und verdient Anerkennung. Die Tapferkeitsmedaille. Noch nie wurde eine derart große Auszeichnung so schnell verliehen. Die Kanzlerin war wirklich beeindruckt, so wie ich es auch bin. Glückwunsch. Ich weiß die Anerkennung zu schätzen, Colonel, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Ich weiß so gut, dass es manchmal schwer sein kann, eine Operation zu den Akten zu legen. Aber ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Also gut. Ich wurde mit den Aufräumarbeiten auf Tython beauftragt und will sicher gehen, dass der Jedi-Rat weiß, dass er unsere volle Unterstützung hat. Wenn er mich nun bitte entschuldigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche einen Drink. Trifft dich mit Thrawn Shan in der Flottenkantine. Machen wir das mal. Aber interessant, dass wir mal einen Familienangehörigen von Satile Shan dort finden. Aha, die Carrick-Station, ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch irgendwie verbessern könnte gerade. Also, klar, vielleicht mit irgendwelches Crafting oder was auch immer. Aber ich denke mal, dass selbst wenn wir von unserem Kommandorang her steigen, kriegen wir dort auch irgendwann mal ein paar gute Sachen. Das war Großmeisterin Satil, oder? Sie ist gerade als Botschafterin der Dravos Liga unterwegs, weit weg von Tython. Wir stehen uns natürlich nicht nahe. Euer Orden ist da ziemlich strikt. Sie hat euch also abgegeben, als ihr noch ein Kind wart? Ich will mich nicht beklagen. Ihr Jedi habt eure Regeln und so wie es aussieht, habe ich sowieso keinerlei Machtsensitivität. Es hat sich alles zum Besten gewandt. Nein. Ich flirte nicht, nein. Die Regeln unseres Ordens sind wichtig, doch das bedeutet nicht, dass es einfach ist, nach ihnen zu leben. Es ist gut, dass ihr keinen Groll hegt. Es gibt wichtigere Dinge im Leben, als über die Sorgen der Vergangenheit zu grübeln. Wir haben in der Gegenwart schon mehr als genug Probleme zu bewältigen. Ich erkenne auch ohne die Macht, wenn etwas nicht stimmt. Diese Einsätze, Colonel Darok, hier wird etwas vertuscht, ich bin ganz sicher. Aber die eigentliche Frage ist, ob ihr mit eurer glänzenden Medaille nach Hause geht, wie Darok es hofft, oder ob ihr bereit seid, Nachforschungen anzustellen. Kam mir merkwürdig vor, dass wir immer genau wussten, was wir dann jetzt machen und ob wir einen Angriff machen. Also, er kommt mir ein bisschen zwielicht vor, der Typ, aber deswegen will ich den ja auch mal hinterfragen. Ihr habt an dieser Sache genauso mitgewirkt wie der Colonel. Vielleicht arbeitet ihr ja für ihn. Okay, Vielleicht tut ihr Colonel. nur so freundlich, um Mann, ich wusste es doch, herauszufinden, dass wie es viel ich Colonel schon ist. weiß. Nicht gucken, oh Wow, Gott. und ich habe mir Sorgen gemacht, dass ihr vielleicht nicht misstrauisch genug seid. Oh Ihr müsst nein. nichts tun, was ihr nicht tun wollt. Aber ich werde versuchen, so viel wie möglich über Darok und diesen Sith Lord zu erfahren, mit dem ihr gesprochen habt. Wenn ich etwas in Erfahrung bringe, melde ich mich bei euch. Dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr dabei seid. Ist das ein Angebot? Wie ihr meint. Wir sehen uns also. Ha.
Was? Geborgene Relikte? Ein Behälter mit unschätzbarem Wert von Relikten, die aus den geplünderten Akademien der Sith und Jedi stammen. Kann mein Flashpoint-Händler in der Abflugmissionshangar der Flotte gegen spezielle Gegenstände eingetauscht werden? Oho. Ob wir das dann auswählen sollten? Ich meine. Schlecht ist es ja nicht unbedingt, oder? Flashpoint-Händler. Müssen wir mal auch hingehen, oder? Abflugmissionshangar der Flotte. Wahrscheinlich hier irgendwo, oder? Der Kartellbazar. Die Kopfgeldvermittlungsgesellschaft. Nee, ich denke mal nicht, dass das noch irgendwie dazugehört. Okay, gut. Wir sollten jetzt. So, wohin gehen wir dann jetzt am besten? Sprich mit der Ronchan auf Manan. Okay, gut. Ach, wir können uns sogar dahin teleportieren. Na, wie toll ist denn das? Du kannst deinen galaktischen Ruf in der Vermächtnisanzeige ansehen. Wenn du den Rang erhöhst, schaltet den Zugriff auf neue Vermächtnistitel und besondere Ausrüstung frei. Ah, das weiß ich. Oh, das ist Manan. Also ein Wasserplanet. Das sieht hier echt schick aus. Das erinnert mich gerade so von der Perspektive hierher. Wie von, wie heißt das? Interstellar mit Matthew McConaughey. Falls ihr den mal gesehen habt, wo dann diese Riesenwelle kam, die weiß ich wie hoch war. Das war echt geil. Aber ist schon eine interessante Theorie, oder? Dass das schwarze Loch eine Singularität halt erzeugen kann, also so eine Zeitverzerrung, und wenn man in der Nähe ist, dass die Zeit dann für einen selber normal vergeht, aber für die anderen da ringsherum einfach ewig dann, also beziehungsweise viel schneller vorbeigeht, beziehungsweise die Zeit verlangsamt wird, weil irgendwie die Zeit, ach, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also wie sowas möglich sein soll. Also ich meine, wenn es wirklich so de facto sein soll, ich meine, selbst ein Licht nicht ja, vor dem schwarzen Loch fliehen kann, ne? Ich meine, dann hat das schon einen extremen Impact. Das ist, keine Ahnung, das kann man sich nicht vorstellen. Aber trotzdem echt interessant. Hey, ich hatte gerade T3 gerufen, um euch zu suchen, und er sagte, ihr seid schon auf dem Weg. Beeindruckendes Timing. Was macht ihr hier, Teron? Graben, wie ich es versprochen habe. Lasst mich euch zeigen, auf was ich bis jetzt gestoßen bin. Colonel Darok hat den Angriff auf Kuriban befehligt, angeblich mit dem Ziel, wertvolle Informationen zu sammeln, von denen bislang aber keine beim SID aufgetaucht sind. Das ist der Sith, mit dem ihr auf Typhon gesprochen habt. Darth Arcus, ein Mitglied des Rats der Sith, Drahtzieher des Angriffs auf den Jedi-Tempel. Ihr habt eine Verbindung zwischen den beiden gefunden? Ja, sie haben beide mehrmals ein Genetiklabor in einer Unterwassereinrichtung hier auf Manaan besucht. Sie sind jetzt in diesem Moment erneut auf dem Weg dorthin. Wie schnell könnt ihr einen Transporter beschaffen? Wir können sie einholen und die Wahrheit herausfinden, bevor diese Sache noch mehr Leben kostet. Einen Moment, das war noch nicht alles. Wenn Darok und Arcus gemeinsame Sache machen, ergibt der Zeitpunkt der Angriffe einen Sinn. Das waren keine Angriffe, sondern Raubüberfälle. Raubüberfälle? Was meint ihr damit? Die Imperialen haben etwas aus dem Jedi-Tempel geschleppt, bevor ihr dort angekommen seid. Ein paar Sicherheitsholos liefen noch, also konnte ich mir ein Bild davon machen. Daroks rechte Hand, Commander Jensen, hat etwas Ähnliches auf Kuriban gestohlen. Ich habe die Bilder durch ein paar Datenbanken laufen lassen. Es handelt sich um eine alte Rakata-Technologie. Rakata?
Eine Technologie, die die Sith unter Verschluss halten, bedeutet nichts Gutes. Ihr habt recht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Darok und Arkus ihre Rakata-Technologien in das Labor gebracht haben. Aber ihr müsst vor Ort herausfinden, was sie damit im Einzelnen vorhaben. So, ich habe einen Transporter organisiert, der euch hineinbringt. Rechnet nur nicht damit, dass euch die Sicherheitskräfte mit einem Lächeln begrüßen und lasst euch nicht von ihnen aufhalten. Während ihr im Labor nach Arkus und Darok sucht, treffe ich mich mit einem letzten Kontakt. Ich glaube, sie hat ein paar interessante Informationen für uns. Sie? Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch verraten würde. Viel Glück da unten. Ha. Wussig sagt, dass der Pisser da, also nicht er, aber der andere uns verraten hat. Also, ich habe die Vermutung gehabt. Also, wie kann es sein, dass dann halt ein Angriff geplant wird und der andere wird dann genauso eben so ausgeführt, wo wir dann einfach abgelenkt waren. Also, es erschien doch schon so wie ein Angriff. Geplant. Wussten Bescheid. So. Wo müssen wir denn jetzt am besten hin hier? Schließe den Flashpoint tief. Eine Flashpoint, okay. Also wenn ich jetzt die Flashpoint anfange, Leute. Kann es natürlich wieder etwas länger dauern. Und ich will ungern die Folge splitten und deswegen wisst ihr ja so ungefähr Flashpoint 25 Minuten in etwa. Ja. Na, dann wollen wir mal. Bin sofort da. So, stimmt, denn wie vielten haben wir heute eigentlich schon? Den 11., ne? Genau. Mensch, da müsste ja bald mal mit dem Paket ankommen. Also wenn es dann ankommen sollte, ja, ist merkwürdig. Manchmal kommt es so zum 16. an, manchmal zum 12. oder zum 11. Weil ich kriege ja jeden Monat immer zwei Ausgaben von den Helmen und irgendwann auch eine spezielle Statue, also so ein, noch ein extra aus Metall oder Gusseisen, was das ist, aber keine Ahnung. Aber das sind dann halt so extra kleine Figürchen. So, ich will aber jetzt nicht weitermachen, ne? Du hast einen Flashpoint-Story-Modus betreten. Ich weiß. Tiran, ich bin in die Überwachungssysteme des Labors gekommen. Arkus und Darok sind anscheinend immer noch drin. Etwas weiter voraus liegt ein Sicherheitskontrollpunkt, über den ihr in den Rest der Anlage kommt. Ich übermittle die Koordinaten. Okay. Tup. Okay, da müssen wir wieder angreifen. Geht nicht anders. Keine Sorge. Nein, nicht jetzt. Jetzt habe ich wieder... Nee, leider keine Benachrichtigung bekommen. Nee, hier geht's auch nicht lang. Aber hier. Anlagenforscher. Okay. Ich war so sicher wie das Arme in der Kirche. Ich gönne mir erstmal in Ruhe ein paar Credits hier. Jetzt gönne ich mir ein paar Credits. Ah ja, stimmt ja. Ich wollte noch im Kartellmarkt so ein bisschen rumsniffeln. Interessant.
Aufzeichnungen zu einem Gefangenen, einem Jakaro. Ich wette, er will es nicht verbessern, deine Festung. Ach so, Festung. In diesem schicken, effizienten Fahrzeug kannst du dein Können als Pilot. Achso, okay, erfordert Gleiternavigation 1, okay. Was ist denn das so Tolles? Diese hochmoderne Waffe ist in den richtigen Händen tödlich. Ein Platin-Gegenstand aus einem Paket vom Kartellmarkt. Erfordert Waffengeschick, Lichtschwert, Gesamtwert plus 60 Macht, kann mit Gegenstand Modifika. Instabiles Lichtschwert des Friedensstifters. Diese Hyperkiste enthält 30 ultimative Kartellpakete. Jedes Paket 3 zufällige Gegenstände. 30. Aber das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ich will ja nichts sagen. Ich meine, ich habe ja genug Münzchens. Ja, sieht schon nicht schlecht aus, ne? Ich weiß nicht. Ich meine, ich kann mir ja zwei davon nehmen, das wäre kein. Ich muss das immer noch leiser machen. Nein, System. Ach nee, Benachrichtigung muss ich ja leiser dann machen. So, ich könnte es ja kaufen, könnte mir zwei davon nehmen eigentlich. Dann könnte ich da die Sachen alle reinpacken, die ich in den anderen Schwertern drin habe. Müsste ja eigentlich klappen. Plus 60 Machtkraft. Gesamtstatistik. Oh Gott. Wäre möglich, oder? Leute? Könnt ihr was dazu schreiben, ob ich das einfach machen soll? Dann könnte ich es ja reinpacken. Theoretischerweise gesehen. Ne? Oder ob sich das mehr lohnen würde, dann hier sowas zu holen. Weil vielleicht gibt es da ein paar andere Sachen drin. In der Hyperkiste, die vielleicht auch geil wären. Wie zum Beispiel hier das. Die Eben Hawk zum Beispiel oben. Ein ganz kleines Schiff hier zu sehen. Da oben. Da ist die Eben. Achso, seht ihr gerade nicht. Weil ich den Mauszeiger ausgeschaltet habe. Aber ja. Könnt ihr mal was dazu schreiben, ob lieber die Hyperkiste oder das ultimative Lichtschwert des Friedensstifters? Sieht nicht schlecht aus. Und ich springe wieder als erstes rein. Ich weiß gar nicht, wo er hin ist. Ach, da sind auch noch welche gekommen. Okay. Oh, mit der Ruhe hier. Ich sammle erstmal ein. Ach, das geht immer noch nicht. Da sind auch noch wieder welche. Das ist jetzt gerade für mich ein Rätsel. Ach doch nicht, nein. Ich dachte, wieso sind da jetzt welche und hier und dann dort hinten? Naja, ignoriert es. Ja. Na, willst du? Sehr schön. Ach so, das war der Roboter. Der Roboter, oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen zuerst ihn besiegen und danach... Ja. Die anderen. Dann wollen wir mal raufgehen hier. Achso, jetzt müssen wir den hier angreifen. Drei von denen? Das ist schon so ein bisschen heftig, ne?
Warte mal, ganz ruhig bleiben. Ah, cool, die anderen mussten wir gar nicht so krass besiegen. Irgendwas aufgesammelt, garantiert Kommandopunkte. Yay, Kommandopunkte. Seien Sie gegrüßt. Mein Herr ist beeindruckt von Ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten und würde Ihnen gerne seinen Dank für diese edle Rettung ausdrücken. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für ausgeschmückte Übersetzungen. Ich bin sicher, dein Herr sieht das ähnlich. Du liebe Güte! Bitte lassen Sie uns hier raus! Wir flehen Sie an! Fangen wir doch erst einmal damit an, wer ihr seid und wie ihr überhaupt hier gelandet seid. Mein verehrter Herr, Giacaro, ist auf das diskrete Ausliefern von Fracht spezialisiert. Ich bin sein Übersetzer, C2D4, ehemaliger Diener Ihrer Eminenz, Königin Lina von... Ja, nun, Giacaro hat einen Auftrag von einem Zelkath-Genetiker namens Gorima bekommen, medizinische Ausrüstung in diese Einrichtung zu bringen. Natürlich ganz legal. Doch als die Lieferung abgeschlossen war, wurde die Bezahlung niemals getätigt. Stattdessen wurden wir gefangen genommen und von zwei sehr unfreundlichen Individuen verhört. Der Colonel wahrscheinlich. Republikanischer Soldat in einem Imperius? Ja. Wir wurden einander nicht vorgestellt. Sehr unhöflich, um ehrlich zu sein. Nach dem Verhör sagten sie Gorima, er solle uns für irgendwelche Experimente verwenden. Für welche genetischen Experimente könnte man denn einen Wookie und einen Droiden gebrauchen? Dank ihres beherzten Eingreifens werden wir das hoffentlich nie herausfinden. Ihre Geschichte scheint zu stimmen. Ich habe mich gerade ein wenig über sie schlau gemacht. Beide sind angeklagt wegen Schmuggel, ungebührlichem Verhalten, Körperverletzung. Der Droide auch? Ja, warum fragt ihr? Schon gut. Was immer Sie auf dem Kerbholz haben, mein Kontakt hat ein gutes Gefühl bei Ihnen. Sie meint, dass Sie sich noch als nützlich erweisen könnten. Hoffentlich stimmt das. Also gut, wir gehen das zusammen an. Bereit? Naja. Warum sollte ich die auch da drinnen lassen? Ich meine, oder sagen, nö, kein Bock. Macht ja keinen Sinn, ne? Beziehungsweise wisst ihr sogar, was ich sogar gut finden würde? Ich muss ja jetzt nicht im ganzen Stück machen, ich kann ja jetzt auch splitten. Ich weiß, dass es garantiert jetzt noch mindestens 20 Minuten geht. Könnt ihr gerne mal eure Kommentare darunter schreiben. Vielleicht habe ich dort ja aber dann auch schon einen Kauf getätigt. Ich tendiere eher zu den Lichtschwertern. Ne? Seid mir nicht böse, ich meine, ich habe dann garantiert auch später dann wieder genug Points, dann mir um sowas zu holen. Wenn nicht, kann ich ja dann nochmal eine Umfrage starten im Chat auf Discord. Da kann auch jemand gerne dann was dazu schreiben. Und deswegen tut's einfach. Kommt mal in den Discord rein, vielleicht seht ihr es ja dann. Oder ich weiß nicht, soll ich das vielleicht auch auf Twitter machen? Könnt ihr machen, was ihr wollt. Also wie gesagt, schaut einfach mal rein. Ich habe die Dateien der Anlage gehackt.
und es taucht immer wieder der Shazar-Orden darin auf. Das sind Zelkath, die die Macht nutzen, aber keine Jedi oder Sith sind. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Rolle sie bei all dem spielen. Aber ich schätze, ihr werdet ihnen begegnen. Also, seid vorsichtig. Wir sind immer vorsichtig, aber danke der Nachfrage. So, deswegen erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich werde jetzt hier, wie gesagt, Cut machen. Und danach geht es dann auch sofort weiter in sozusagen morgen. Auch wieder mit der Flashpoint hier, denn wie gesagt, es sind jetzt schon 25 Minuten und ich will nicht wieder ein 45, 50 Minuten Video hochladen. Es dauert dann auch wieder so eine anderthalb Stunden, zwei Stunden fast. Und ich finde, so von der Zeit her geht das eigentlich auch klar. Aber wie gesagt, 45 Minuten oder 48 Minuten, was ich letztens hatte, war ein bisschen zu viel. Deswegen lasse ich das jetzt lieber auf so 25 bis 30 Minuten und verabschiede mich einfach jetzt hier von euch. Deswegen sage ich danke erstmal, wie gesagt, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Schaut bei Nino Kuni rein und haut rein. Bis denne.